Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar, beziehungsweise nicht einer neuen, sondern der allerersten Folge League of Legends. Ich nenne das Ganze, glaube ich, mal Way to Ranked oder so. Oder Way to Bronze. Bronze hört sich ja schon mal total showgamerhaft an. Auf jeden Fall, jo. Wird es eine Runde LOL gedoubled. Ich werde das Ganze allerdings ein bisschen cutten, weil der letzte Versuch, wo ich, also der letzte Mal, wo ich es versucht habe, war die Folge dann so lang, dass mir beim Laden der Folge Sony Vegas halt abgeschürzt ist. Und das sollte natürlich nicht so sein, ja. Och Gott, nö. Haben wir einen Yasuo auf der Mitte, ja. Das ist ja toll. Na gut, das kann ja schon was werden. So. So, los geht das Gefarme. Na, verkackt. Ach komm schon. So, das Problem ist, was wir jetzt haben, dass ich meine Mana verbrauche und der Typ da nicht. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal den Mana Base Regen erhöhen lassen, also das Morellos geholt, beziehungsweise angefangen zu bauen. Weil das Problem hat der Kollege da halt nicht, ne? Und ich würde jetzt mal hier langsam vertreiben, weil er stört langsam. So, haben wir ihn an den Eiern. Easy abgerippt, würde ich sagen. Damit hat er nicht gerechnet. Das war das Einzige, was ich hier gerade an Vorteil hatte. Jetzt kann ich pushen, weil jetzt ist er tot. 10 Sekunden noch. Jetzt muss ich natürlich meinen Farm hier eigentlich relativ gut hochlegen, damit ich mir dadurch auch einen Vorteil verschaffe. Und den Tower Hard anwenden. Okay, jetzt kann er, jetzt kommt er wieder, aber er hat keinen Teleport. Das heißt, er muss laufen. Und wir können derweil den Tower Hard damagen. Okay, aber jetzt haben wir keine Minions mehr, die mir Deckung geben. So. Falls ihr mit auf die Idee kommt, jetzt mich zu ganken, weil ich jetzt leicht gefeedet bin. Jetzt habe ich schon wieder keine Mana mehr. Brand ist einfach eine Mana-Schlampe, ja? Das ist schlimmer als die Jäger in Aion. Ja, der ging daneben, Kollege. Der holt sich bestimmt Verstärkung, wenn er jetzt gerade weg ist.
Irgendwo hier, der kommt bestimmt gleich da hoch ganken. Mein Watchout war auch total... Nee, doch nicht, okay. A friend sold you. Alle mitsingen, ja? Fuck, keine Mana. Ich konnte ihn gar nicht umhauen. Das ist schon echt ein Problem, ey. Aber der Yasuo ist jetzt nicht so gut, oder? Ich weiß nicht, wie hart der ins Late Game geht. Ey, die Carries skalieren ja bekanntlich gerne mal mit. Wann habe ich denn meinen Flash benutzt? Lol. Der hat gerade seinen Minion geschützt einfach. Okay, in 50 Sekunden kann ich backporten. Der wird gleich weggeräumt. Der wird dann ein zweites Mal abgerippt, würde ich sagen. So offensichtlich wie ich sollte man natürlich eigentlich nicht backporten, ja? Nein, hat meine Ulti geblockt! Ich glaub's ja nicht! Okay, dieses Schild, das war mir vorher noch nicht bekannt, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, das lässt mich nicht durch. Ich sichere mich mal ab. Holy shit! Now we have a problems. Ah, hat sich erledigt. Der Yasuo hat nicht mal sich getraut, mich zu pushen. Autsch. Oh. Weißt du, entweder er blockt meinen Angriff oder ich habe nicht genug Mana. Oh, verbrenn, du Lutscher! Verbrenne! Ich glaube, der Yasuo ist weggegangen. Be a rainbow girl. T
Teleport wieder ready gleich. Und der Brand kommt ihn wohl zur Verstärkung. Nein! Ah, fuck! Ah, verkackt. Jinx ist ja anscheinend ein bisschen am Flame. Das ist natürlich nicht so cool. Jetzt nuken wir nochmal den... den Yasuo wegrasieren hier. Oh, die haben plötzlich die Lanes geswitcht hier. Fuck. Oh, Mann, Mann, Mann. Na, ich kann ja wohl kaum auf Assistance fragen, wenn die selber nichts geschissen gekriegen hier. Ich hole mir jetzt erstmal Rubberdons. Und dann packe ich mir den Yasuo jetzt hier. Wenn der Braum jetzt da nicht mehr ist, dann kann ich mir die beide schnappen, glaube ich.
Ein paar Sekunden später. Fuck, Mano. So, jetzt pushen wir die mal hier raus. Der Brand macht einen Schaden. Packen wir jetzt mal noch HP ein hier. Mann! Ich pack's halt nicht, zwei Leute auf einmal zu killen. Das ist dein Problem. Jetzt pack ihn dir! Komm, Woli! Kann doch wohl nicht wahr sein. Mach ihn fertig! Nice! So. Ich habe bestimmt eine negative, oder? Was? Ich stehe positiv. Ach nee, das bin gar nicht ich. Das ist der andere. Oh. Na, dafür ist mein Farm aber überragend. 5 zu 5 zu 2, der steht 4 zu 2 zu 3. Was ist das denn hier? 80 AP und 300 HP. Hm. Naja. Deswegen macht er wahrscheinlich so einen fetten Überzeitschaden, ne? Ich helfe ihm mal. Fuck! Alter, Ash macht so einen fetten Schaden, Mann. Auf Crit ist das halt schon pervers irgendwo. Ja, und dann, liebe Freunde, hat sich das Aufnahmeprogramm offiziell verabschiedet und deshalb gibt es hier keine Szenen mehr. Ich hoffe aber trotzdem, es hat das Video ganz gut gefallen. Ihr habt schon gesehen, ich habe es halt gecuttet und auch ein bisschen editiert. Ich bin, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, zu LOL mehr oder weniger vom Hand of Blood inspiriert worden. Deshalb ist das jetzt mehr rumgeblödel eigentlich. Ihr dürft das jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich habe jetzt auch nicht vor, hier irgendwie Challenger zu spielen oder was weiß ich. Ich spiele das Spiel zum Spaß und das sollt ihr auch mitkriegen und hoffentlich merken. Und ja, falls euch das Edit gefallen hat, vielleicht kommt euch ja die ein oder andere Szene bekannt vor oder ihr musstet vielleicht sogar lachen. Das wäre natürlich ultimativ, weil dann habe ich mein Ziel erreicht.
Ansonsten würde ich sagen, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und euch meine Arbeit gefallen hat, ich habe da schließlich auch ein bisschen Arbeit reingesteckt mit dem Edit, dann bewertet doch dieses Video und kommentiert mal ein bisschen, wie ihr es so fandet, ob ihr wirklich mehr davon sehen wollt. Also gebt mir mal so ein bisschen Feedback, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Und ja, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise, das sehen wir dann vielleicht noch gar nicht, aber auf jeden Fall kommt dann am Montag die nächste Folge. Morgen kommt dann der Freitag-Shit, da dürft ihr drauf gespannt sein. Und dann am Freitagabend natürlich auch der Freitags-Stream. Also, bis dahin, haut da rein, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns wieder. Haut da rein und ciao.